Was? Was? Einen Trailer kaufen? Was? Für mein Scania? Ja, gerne. Ich bin unterwegs. So sagt man sich natürlich guten Tag wieder in unserem wunderschönen LKW und unserem wunderschönen Scania, den neuen, den 2018er. Ich habe es vermisst, hinterm Steuer zu sitzen, muss man wirklich sagen. Und es hat sich einiges geändert. Danke an Rolli, der mir gesagt hat, denn es gibt ab sofort Aufliegerhändler. Die sind neu. Wir sind in unserem Sitzhähner-Profil drin. Es gibt Auflieger. Mit Holzboden hier, Leergewicht, Achsen und alles, kann man wunderschön auch einsehen. Und ich finde die Flachbauweise richtig gut. Die Dinger, die können wir uns doch leider noch nicht holen. Erstens der Preis, sagen wir mal nichts dazu. Trocken, kühl, Alter. Und ich bin aber dafür, damit wir unseren ersten eigenen LKW haben. Unseren ersten... wir haben 48.000. Wir gehen noch zur Bank. Denn ich möchte sehr, sehr gerne den hier haben. Den mit Stahlboden. Dafür brauchen wir nochmal einen 10.000er Kredit, ja. Händler. Ich weiß nicht, ob man die Musik hört. So, und den tun wir bitte hier hin. Noch Metz. Ja. Aufliegermanager. So. Privatstellen. Anpassen. Man kann ja so Kleinigkeiten machen, da bin ich mal gespannt. Okay, also. Kupplung können wir nicht machen. Das ist der Unterschied. Boah, eigentlich ist der mit den Holzboden richtig götter aus. Göttlich. Nee. Achsen haben wir auch genug, ja, haben wir die... Oh, zwei davon sind denkbar. Die sind drei Achsen. Nee, ich glaube, das ist schon gut. Die Farbe können wir noch ändern. Ich weiß aber... Nee, das Blau lass mal. Das gefällt mir eigentlich relativ. So, explosive Beleuchtung, wenn dann schon richtig nicht klar. Nee, das ist schon... Natürlich hier die besten Reifen drauf. Ob wir das eigentlich richtig scheiß Reifen sind, wenn man so guckt. Die Felgen, die lasse ich, die gefallen mir relativ gut. Wir wollen ja eigentlich gleich losfahren. Deswegen Kunststoff plus Feuerlöscher, Vollschutz, lackierte Box. Ersatzrad. Nimm auf der Innenseite. Deswegen plus Wasser, das gefällt mir eigentlich. Hier natürlich die Rundumleuchte. Exklusiv. Oh, ist das geil! Ist das geil, Leute, das gefällt mir so richtig. Ja. Wenn dann gleich mäßig, nicht wahr? So. Dann bestellen. Ach scheiße, können wir uns nicht leisten. Warenkorb. Was kostet denn so viel? ...7.000. ...82? Ja, machen wir so. Ist auch in Ordnung. So, Aufliegernutzung. Okay, jetzt nutzen. Okay. Dann fahren wir erstmal da drin. Wir sind ja im Metz unterwegs. Ich möchte jetzt einen langen Part, relativ langen Part aufnehmen.
mal, das steht da. Ich habe natürlich die Automatik, die echte Automatik drin, ne? Dann hoffen wir, dass wir überhaupt eine Fracht jetzt für den haben. Das steht da. Ey, vor allem, das habe ich mir vor kurzem gewünscht. Das ist so... Das ist so geil. Bleib mal gucken, dass wir den nicht beschädigen. Und jetzt müssen wir natürlich gucken. Auftragsangebot, Ladungsmarkt. Wir sind ja hier in Metz. Das ist ein Unterschied, was wir dafür bekommen an Geld. Okay, hier natürlich Manchester. Möchte ich in Ungarn entfallen. Fahren nach Polen. Nach Dresden können wir fahren mit zwei Sattellauflieger. 11.000. 30.000. Bin ich einverstanden. Kann ich zielen. Los geht's. Licht. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Oh, wir fahren jetzt mit unseren eigenen Anhänger rum. Es fängt natürlich mit dem jetzt an. Und dann gehen wir natürlich auf die anderen noch rüber. Das ist auch unsere Fahrer. Wir haben ja ein paar Fahrer unterwegs. Glaube ich mal. Können wir auch gleich noch mal gucken. Fahrermanager. Ja, wir hatten zwei noch, genau. Zweimal ein Volvo F16. FH16, so. Ich liebe eigentlich Tiefaufflüger. Du siehst, was du transportierst. Und alles. Deswegen finde ich das schon gut. Ah, kurz nochmal meinen Stuhl näher rücken. So, Ladungsmarkt. So, ich will mal kurz was gucken. 24. Hier ist er zum Beispiel gar nicht drin. Und man sieht auch von Preisen her. Müsste nach der Schätzchen vor. Okay. Also nehme ich die Salz nach Salzburg? Nee. Wir fahren gern Osten. Eigentlich müsste ja jetzt ein Kran da stehen, um die aufzuladen. Ich fahre dann, mache natürlich das, was nicht erlaubt ist. Ich fahre barfuß. Das Aufladen der Fracht zu überspringen, nee. Ui. Ich glaube, da habe ich mir gleich den besten Arbeitsgeber ausgesucht dafür. Voll einlenken. Jo, eingedockt. Lade ich ohne Laderampe, ist eigentlich auch klar, aber... Alles klar, das ist ja geil, es dauert sogar noch Zeit. Oh, jetzt muss ich selber gucken, F2 war es nicht. Hier. Und um.
Rundumleuchte funktioniert nicht. Was soll denn das? Oh. So. Ja, jetzt, ey. Jetzt geht's ab. 12 Stunden unterwegs jetzt. Ob das mir jetzt einen guten Vorteil bringt, weiß ich nicht. Ach du Scheiße. Fracht kann auch noch Schaden nehmen. Es ist das erste Mal seit der letzten Aufnahme. Oh. Es wird ein knappes Rennen. Wohl so knapp auch wieder nicht. Es geht schon, also das kann man glaube ich schon schaffen. Dann müssen wir ab sofort unsere Aufleger selber reparieren. Oh, ob das so gut ist. Ich weiß es nicht. Muss dann aber noch gleich gucken. Wo war mein Tempomat? Das sind wichtige Sachen, die braucht man jetzt während Dauer auf den Autobahn fahren. Gas, Festbrell, Motorbremse, Aufliegerbremse. Achse, Differential, Lichtmodi, die Fanfare. Ah hier, C. Als C wie Zentomat. Testen. Da will ich rein. Warum will er nicht rein? C oder Z? C wie Zentomat. Mal gedrückt. Oh, kleiner Leck. Jetzt will er rein. So, 70 davon vorn. Och, Leute, das freut mich so richtig. Mir ist innen abgegangen, wo ich das gehört habe. Ewigkeiten jetzt mal wieder LKW fahren. Ich habe auch viele Folgen von Asphaltkorpus in letzter Zeit gesehen. Das soll ja nicht heißen, ich bin jetzt großer LKW-Fahrer oder sowas. Weil da gibt es manche Sachen, da muss man... Darauf kam ich auch dann... Ja, man braucht einen eigenen Auflieger. Und jetzt geht das einfach. Es geht einfach einen eigenen Auflieger. Ich weiß gar nicht, wie geil mich das eigentlich macht. Oh, 90. Und Auflieger schon irgendwas defekt. Weil er hat ja auch Verschleißteile. Was da genau kaputt gehen kann, werden wir zwar später sehen, aber es gefällt mir. Leute, es gefällt mir so extrem. Ich weine gleich. Viel zu schnell um die Kurve. Das war, ist zwar eine Strecke, die haben wir schon mal gefahren, aber es gibt ja gutes Geld. Ich wollte jetzt nach Manchester, wollte ich nicht fahren. Manchester ist nicht mein Lieblingsort, Lieblingsstadt so. Aber man kann jetzt auch umstellen beim Navi. Man möchte die beste Strecke, die schnellste Strecke oder Nebenstraßen. Aber wenn man Zeit hat, dann kann man ruhig mit Nebenstraßen einstellen. Also dass man doch mal ein bisschen Land fährt, anstatt die ganze Zeit Autobahn.
hat sich da überhaupt auch schon was geändert? Denn Deutschland sollte sich verändern. So auf den ersten Blick würde ich sagen, nee. Mannheim, Frankfurt. Zur Gamescom bin ich ja hier lang gefahren, so. Nee, ich bin ja hier Leipzig. So, und hier läuft dann die Autobahn lang ungefähr. Magdeburg hier auch so. So, was haben wir hier? Wir haben hier eine schicke 90. Och, freut mich das. Nein. Dann wird mir erst richtig wieder kurz... Maut? Ach, scheiße. Ja, es ist die Sache, wenn man im Ausland anfängt. Wieder reinstellen auf unsere 90. Aber jetzt noch mal zurückzukommen, ich bin ein Freund von den Tiefaufliegern. Der Grund liegt eigentlich nur dahinter, dass du die Fracht siehst und alles. Und das finde ich persönlich am geilsten. Weil du was siehst. So. Ganz einfach. Und nicht hier die Zoom-Dinger. Das sind nicht so meine Freunde. Dafür kriegst du aber auch bestimmt sehr gutes Geld. Oh, Baustelle. Die Sachen, die passieren können, habe ich außerdem auf hoch gestellt. Die sind so hoch, wie es geht. Eigentlich wollte ich ja den Part nutzen, um ein paar Sachen zu erzählen Richtung YouTube und so. Passiert durch? Boah. Puff's, naja. Achso, jetzt bringt er Tempomat noch nicht rein, okay. Wann springt er rein? Ah, jetzt. Ja, ich glaube 75 ist schon okay. Ist nicht zu schnell und nicht zu langsam für den Anfang wieder. Um ein bisschen reinzukommen. Man muss ja nicht übertreiben. Die rote... Haben sie das vielleicht schon geändert, dass man hier eine andere Beleuchtung reinmachen kann? Ich sehe gar nichts. Es tut mir leid. Wie schaltet man um am besten? Das will ich jetzt auch noch wissen. Ich habe mich überhaupt nie darauf vorbereitet, echt. Blinker, Blinker, Lichtmodi. K. Dass man ein bisschen realistisch wird, dass man auch ausmachen muss. Oder sollte. Oh. Tanken muss ich noch nicht, das tut mir noch nicht weh. Ist natürlich jetzt aber auch scheiße mit dem Auflieger, aber man fährt jetzt seine Runden. Oder muss seine Runden fahren. Man kann ja nie sagen, gut, ich fahre jetzt schon wieder zurück, hol mir den anderen Auflieger. Wir müssen uns einfach jetzt leisten, um in Schweden den mal so... uns ein Lager zu holen, damit wir die Doppelauflieger kriegen. Weil die sind mir so selten gefahren. Und wenn ich mit Rolli vielleicht nochmal irgendwie die Tage fahre, dann braucht man schon einen großen.
Weil sonst macht keinen Spaß. Ohne großen hast du Probleme. Also ich finde Autofahren und Trinken nebenbei mit Automatik natürlich einfach als jetzt am Computer. Weil jetzt kannst du das Lenkrad nicht mehr ordentlich festhalten. Und dann trinke ich kein Bier. Das ist ja, wenn ja schon realistisch. Die Überlegung ist immer noch, was ich danach mache, wenn ich das hier jetzt render. Ob ich mich an die Konsole setze. Ich habe eine PS und ich habe eine NES. Oder ich müsste meine Mäuse. Beides ist natürlich nötig. Ah, mache ich mir Probleme, wenn es zu weit ist, glaube ich. Die Autos fahren langsamer als ich. Ach, da vorne ist noch ein LKW, oder? Machen wir mal kurz, um zu ärgern. Yep. Jetzt sieht man dann auch besser. Man müsste eigentlich immer so einen Kreis jetzt da fahren. Oh. So eine 70. Seit wann da? Also eine 60? Seit wann das? Also die 60 ist gerade gekommen, das habe ich ja gesehen. Ja, wie mit einem Tempomat höher, also 5 km/h, also in der Stufe tun wir uns glaube ich nicht ganz so weh. 70. Hallo, da war ein 70er Schild. Oh. Uiuiuiui. Sieht aber gar nichts raus. Aber ich habe die Seitenbeleuchtung. Ah, komme ich noch auf 60 und dann mache ich den Tempomat wieder rein. Wir wollen ja realistisch sein. Tausend Kilometer komme ich noch. Also einmal zurück und einmal hin und zurück, so ungefähr. Oh, ja, wir biegen hier bitte auch ab. Richtung Mannheim. Das ist ja richtig schrecklich. Aber wahrscheinlich... Ja, überholen tun wir den... Nicht, glaube ich mal nicht. Wir haben zwar den Steigern, glaube ich, von uns beiden, aber... Ich muss es ja nicht auf die... nicht so hoch treiben. Gott, er fährt schneller. Wenn meine elektronische Karte ausgelesen wird, dann wird gesehen, ich bin ordentlich gefahren. Einigermaßen. Na gut, ich kann noch nie wissen, wie die Straße unterwegs ist. Die 3 km/h, die tun glaube ich auch nicht unbedingt weh. Da einkommen, 1000. So. Und deswegen gibt es auch die Auflieger. Aber die zu verdient. Sind schon 1000. Guck mal, ich fahre mit einer Fahrt 30.000 rein. Es müsste noch kommen, dass man für die anderen so ein bisschen planen kann, die Fahrt. Also das heißt, ich sage jetzt mal 3 Tage im Voraus. Oder eine ganze Woche. Und die müssen aber in der Woche müssen sie die Fahrt fahren. Und zurückkommen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und sonst kosten sie uns 2 Wochenende was.
Das geht ja gar nicht. Ich habe Hauptstraße, gut. Ich kann ja bald Fernlicht anmachen. Ui. Uiuiui. Wenn die Musik nicht hört, tut es mir leid, dann wird es ab und zu ein bisschen langweilig. Aber mit Musik macht es gerade Spaß. Also ich gehe mal bei Musik, nur Copyright Sounds, die ich auch im Stream nutze. Wir haben in 6 Stunden Pause. Man sieht ja auch nicht, was passiert. Oh, hier hoch müssen wir. Erinnerung an mich, nachts nicht mehr über die fahren. Aber wir sind hier hinten. Die Strecke. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo wir ungefähr sind. Ja, ich weiß, Mannheim sind wir. Hahaha. So. 20 Minuten Aufnahme bis jetzt. Na. Normalerweise würde ich jetzt eine Pause machen. Aber was mir so sehr gefällt, mache ich einen ganz großen Part raus. Oh, unser V8-Zeichen. Ist ja auch. Ich wollte gerade sagen, wo gespiegelt zu sehen sein. Ah ja, hier sieht man es nicht, aber es ist rot. Und das ist geil. Oh Baby, du schaffst das! Du lässt mich hier rein. Schön auf 80 jetzt hier Tempomat eingestellt. So lässt sich das Leben. Es gab eigentlich die Sachen, die ich drehen wollte. Was jetzt nun mit meinem Kanal wird, denn ich habe das auch mal angesprochen, dass ich eigentlich nicht mehr weitermachen wollte. Grund ist auch Zeit und alles mögliche so allgemein. Ich habe einfach keine große Zeit mehr. Die Lust ist auch teilweise weg. Na klar, jetzt beim Eurotruck ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Jetzt könnte man, glaube ich, hier eine Woche locker rausbringen. Eigentlich eine schlichte Idee. So viel Lust, wie das gerade macht. Und jedenfalls, ich überlege aufzuhören. Oder vielleicht auf einem neuen Kanal weiterzumachen. Und gleich anders anzufangen. Und solange ich keine Thumbnails mache, bin ich eigentlich unzufrieden. Und das kann ich nicht. Ja, das sind so die Probleme, die ich habe. Ja, mein Lenkrad spinnt. Also ich mache jetzt mal so einen leichten... Der hängt dann immer so. Wo er eigentlich schon wieder zurückgesetzt ist. Und dann tippe ich ihn kurz an und dann bleibt er so. Seht ihr? Der bleibt so. Also. Ganz jetzt hier. Oh. Aber nicht in die Richtung. Hier bleibt da. Kommt er wieder zurück. Es ist trotzdem ein geiles Gefühl, mit einem eigenen Anhänger rumzufahren. Das Einparken wird auch interessant. Wie gesagt, die Scheiße ist bloß, wir haben jetzt dauerhaft die eine Fracht.
dir mal kurz zeigen hier. Ja, das... Es war jetzt nicht in Ordnung, aber... Es ist komisch mit dem Lenkrad. Kaufe ich mir aber jetzt kein neues. Nee, nee. Ich habe andere Probleme und andere Sachen im Kopf, die ich kaufen möchte. Ich brauche einen neuen Kopfhörer. Diesmal über Funk. So. Oh, da ist eine Straße gesperrt, eine Ausfahrt. Lass mal gleich rüberkommen. No. Sonst kann man, was kann man sonst noch bereden? Nach 20 Minuten ist jetzt schon langweilig, das ist traurig. Was ist das für ein Zeichen daneben dem... Neben dem Tempomat? Geht das auf das Bild? Nee. Da ist 13A. Ach, das ist ein 12A. Das ist die Automatik. Hm. Oh, ey, die Straße war gesperrt. Kommst du her? Da haben wir zwei im Wald. Let me. Nee, ich bin nämlich im ganzen November bin ich jetzt verplant. Ich habe keine Zeit. Ich habe keinen 0,0 Zeit. Noch eine Weiterbildung. Oder einen Lehrgang, sagen wir es mal so, für etwas. Danke, das richtig nach. Naja, geht schon. Was war denn das für ein Fähnchen? V8, oder? Nee, das war das Michelin. Dim, 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 dim. 2000. Also wenn die jetzt selber ihr Geld verdienen, kriegt's auch einen Anhänger. Also sie würden dann wieder den hier bekommen, wenn ich dann für 100.000 mir den Doppelauflieger holen würde. Damit einzuparken. Nee, also dann ausladen krieg ich nie mit dem Doppel. Einladen. Ausladen. Boah. Also es kommt drauf an. Vielleicht müsste man auch nächstes Mal komplett rückwärts da reinfahren. In die engen Dingern. In die engen Firmen. Dass man da gleich rückwärts reinfährt. So, das ist eine Strecke, die kennen wir noch nicht, sehe ich gerade. Also sehr realistisch. Hier drüben sind sowieso alle dreispurig, die Autobahn. In fast Richtung Osten hast du zweispurig. Außer Großstädte, also Berlin. Oh, LKW, es hat LKWs gehabt. Der auch. Oh, ich will auch LKW. Oh, den Form Multiplayer muss noch aktualisieren. Fällt mir gerade so ein. Mal 5 kann man schneller fahren. Ich weiß noch, was er geladen hat, Scania oder so. Oh, ich habe gerade schön Backwurst gegessen. Hätte ich eigentlich machen müssen, wenn ich Pause habe. Aber Pause machen muss, Zwangspause. Ich hätte ja jetzt schon längst meine Pause machen. Ihr wisst ja. So, er hat's gar nicht. Alles klar. Also das ist noch erlaubt. Gut, das ist die Polizei. Aber wenn ich jetzt rüberfahren müsste, würde mich in echt neben die Polizei rausholen. Jetzt schön bei Tag fahren. Gut, warum hat er zum Überholen angefangen? Der ist sehr langsam hinten dran. Wir bleiben auf der Überholspur, sehe ich gerade. Gibt es den auch? Den Auflieger auch? Dass man Gefahrenstoffen so transportieren kann? So,
Können wir auch gleich mal kurz gucken, Fahrzeugbrowser. Also hier mal erstmal LKW-Browser. Aerial, den Arctos. Den habe ich jetzt. Netzbutters 9. Ach, dann sieht die hässlich aus. Fahrzeugbrowser, Faserauflieger. Da war kühl, da hast du den, Luftpost. Achso, man kann hier nur... Aha. Aha. Oh, es gibt auch die Kleintransporter? Das ist ja immer geil. Gut. Ach nee, da muss ich gucken. Ah, zurück. Abwegerhändler. Ah, hier nicht? Nö. Hier gibt es nicht. Ja, indem wir mal uns holen wahrscheinlich. Trockenfracht, oder den hier? Ah, der ist teuer. Oh, tut mir leid. Sorry. So, ich viel getan hab. So. Oh, ich gehe wieder aufs Gas, bin bescheuert im Kopf. Beschleunigen. BRV. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf RAV. Rentenversicherung. Wenn? Ein Unfall. Eine Panne. Das wird ja Polizei auch absichern. Oh, wie sieht's aus? Ja, der LKW bekommt seine Verschleiße. Kann man noch verstehen bei dem Fahrer. Wobei ich mir einen LKW fliegen würde, wenn ich ihn hätte. Vielleicht nicht selber reparieren, aber... Ja, weißt du was? Also die Dinger sind sowieso teuer. Also die Preise, die hier sind, ist realistisch. Was aber die Firmen bekommen, vielleicht nicht ganz so. Da tut es einigen ein bisschen weh. Das tut ein bisschen weh, wenn man das so sieht, hört. Es geht ja richtig ein, das Seil. Gary Smart, nein, bin ich nicht der Freund. Hat er mein Handy vibriert? Das wäre aber komisch, oder? Ja, mein Handy hat vibriert. Das habe ich auch meinen Stuhl gemerkt, das ist sehr komisch. Ah, plus Instagram und irgendwelche Nachrichten. So, A4. A4 Richtung Dresden. Schlafenzeit. 3 Stunden. Da müssen wir uns kurz vor Dresden was suchen. Jetzt so schön auf der halben Bremse stehen. Knapp daneben ist auch vorbei. Zum Glück. Aber hier werde ich wohl runterschalten müssen. Oder Polizeikontrolle, das kann ja auch sein. Ich glaube, den überhole ich doch mal. Schade, dass man da keine Chemikalien fahren kann. Keine Chemikalien, keine Feuerwerkskörper. Die Silos, die fehlen ja auch. Oder kommen die noch irgendwie? Ah, da ist gar nicht, oder? Den werden wir glaube ich auch überholen müssen. Sind mir alle zu langsam. Immer schön in der Kurve überholen.
Bin ich bescheiden? Ui. Da hat es einen Brand gegeben. Schön mit Kran. Da war da. Ist das der LKW? Also gegen Rolli habe ich irgendwie wieder keine Chance. Wenn ich gegen mit dem fahre, komme ich nie hinterher. Aber ich glaube, der hat doch seine 90 drauf und keine 80. Tut es mir doch ein bisschen weh. Oh, was sagt die Uhrzeit? 16? Eine Stunde noch. Das heißt, halbe Stunde sind wir gefahren ungefähr nach Dresden. Will ich? Will ich? Aber ich versuche größtenteils mit Tempomat zu arbeiten. Erfurt, Leipzig, Dresden. Wir müssen geradeaus. Dass so viel Arbeit in das Spiel gesetzt wird, das finde ich richtig geil. Also ich habe das Spiel, muss ich ehrlich sein, schon fast aufgegeben. Weil was soll man groß noch machen? Es ist eine große Community dahinter und. Eben deswegen sollte man eigentlich auch dahinter sitzen, hinterm Spiel. Aber nach einer Zeit wird es trotzdem ein bisschen ruhig. Hm. Ja komm, wir sind jetzt hier auf der Spur. Also hier muss ich schon mehr drücken als hier. Das ist nicht ganz austariert hier. Ich hätte auch schon überlegt, wenn ich mir ein neues Lenkrad kaufe, neues Setup, ist es keins, wo ich Rennen fahre oder so, dann das ist dann dieses, was du beim Landwirtschaftssimulator hast. Dieses große. Das ist schon geil. Teilenwischer. Genau. Das sind so welche Sachen, die merkt man sich. Aber warum? Teilenwischer. Zentomat. Aber wenn es dann heißt, na, wie heiße ich? Wenn so die Frau dann fragt. Dazu kriege ich ja gleich schlafen. Das hier ist ein Haufen Polizeikontrollen oder so. Das schon, ich muss dich überholen, Auto. Ich glaube, eigentlich kann ich ja jetzt schon schlafen gehen. Also beim nächsten Halt. Sicher, sicher, man weiß es ja nie, was alles passiert. Hier, Auflieger fehlen auch, die Tiere fehlen noch. Aber du hast bisher plus Pritsche und Tiefflieger und die Dings. Oh, nee, ich bin schon richtig. Und die Container, sowas. Container, Gurtseiten, Dinger. München, Stuttgart. Was? Alter. Ich dachte gerade, das zieht hier nochmal raus. Oh, jetzt nimmt er auch Schaden. Das erste Mal. Wird auch dreckig würden, also kaputt, dreckig so. Das wäre auch nicht schlecht. Weil jeder LKW wird irgendwie nach einer Zeit dreckig, hier Auflieger. Kaputt und alles. Das fehlt in dem Spiel noch. Also das wird noch komplex, das sehe ich. Komplexes Spiel. Also die Dinger kriegen wir, sind die Uhrzeit. Die haben hinten haben sie eine
Metallklappe, glaube ich. Also eine Tür und dann an der Seite haben sie bloß die Gurte. Und oben können sie auch aufziehen. Ist das ein Scheiße? Ja, ich beeise, ich bin müde jetzt langsam. Bin ja fast, naja, jetzt bin ich es nicht mehr. Na, wenn ich in den nächsten Halt kommen, kann ich hier anhalten. Und dann können die ja nach Schweden hochfahren. Der ist so schwer beladen oder zu langsam, nicht Power. Was ich aber auch geil finde, dass du dich hochkämpfen musst. Nicht einfach, oh, ich liebe mich zurück. Klar sind schon geil, die neuen LKWs. Deswegen habe ich auch gesagt, ich höre auf mit meinem 10.000er Profil. Ich mache einfach ein neues Profil. Ja, ich gehe ja schon schlafen. Wo ich neu anfange, wo ich meine Probleme habe und. Oh. Was habe ich mich mal hier, wo es Shareplan und so steht, hingestellt. Und jetzt stelle ich mich gar nicht hier hin. Weil es einfach schneller ist. Peimischer. Oh, ich hab Post. Post. Ui. Die Bank hat mir einen kostenlosen Kredit zugefügt. Okay, ne, ich bin ja gleich in Dresden. Beim Wischer. Licht. Kümmere ich mich gleich drum? Nee. So, ich habe ja eine Automatik drin. Och, irgendwie riecht das hier nach Männerparfüm gerade. Boah. So, wieder 5 Kamaz mehr. Damit tue ich mich abfinden. Wichtig ist auch, man darf nicht so schnell hin und her ziehen. Das ist auch ein Mech neben so. Also wenn man mal von der Strecke kommt, nicht so, ey, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ganz ruhig bremsen, Handbremse, rausspringen, Wagen explodiert, alles gut. Muss es sein. Kilometer ist eigentlich fast in Höhe Leipzig. Leipzig bzw. Chemnitz. Müssten wir sein. Das ist eigentlich, wenn man so will, auf der Karte sieht es alles so weit aus. Aber wenn man fährt, ist es ein Katzensprung. Görlitz, Dresden, weit. Görlitz, Leipzig, kurz. Ja, man kommt schon dahinter, kommt man ja in dieses, in die Gabelung rein, wo es nach Chemnitz, nach Leipzig geht. Vielleicht machen wir mal da so ungefähr. Das ist krass. Lutschieren. So, da müssen wir runter. Was sind wir denn da? Wir sind ja recht in Leipzig gefahren. Vielleicht kann man auch gleich noch eine Fahrt machen, die relativ klein ist, nach Leipzig oder so. Dresden, Pirna, Berlin, Dresden. Hä? Geradeaus nach Dresden, hier nach Dresden.
30 Kilometer. Bin mal gespannt, wo wir ab. Wir dürfen überhaupt abladen. Was? Tamari. Sagt mir gerade nichts mehr. Aber Dresden bin ich. Bin dauernd damals bis nach Dresden gefahren, das weiß ich noch. Eurotruck. Das war ja meine Hauptstrecke, kann man sagen. Es gibt ja manche, die haben ihre Hauptfirmen sowas und Hauptstrecke und alles. Bei mir war es bis nach Dresden. Dresden war eigentlich. Oder war nicht eigentlich. Es war meine Hauptstrecke, was war denn das? Sieht man schon das hier gleich. Aber auf dem Land darf man noch nicht fahren. Darf man nicht fahren, okay. Das hätte ich auch gewusst. Dieses A-Quest, A-Ark, also irgendwie. Ich, wenn ich nochmal Beruf leben müsste und ich aber alt genug bin, würde ich LKW-Fahrer machen. Und keine Familie habe, sagen. Damit man nochmal ein bisschen was von der Welt sieht, so ungefähr. Es ist auch ein Job, wo man alleine ist, was ich auch gerne bin. Unterwegs und hat seine Ruhe und es hat seine Vor- und Nachteile. Oh. Och nee, ich weiß, welche Firma das ist. Ich weiß, welche Firma das ist. Aber haben die Dresden geändert? Ich war doch mal in Dresden gewesen. Guck mal, da sind teilweise ist gelb und manchmal nicht. Die haben die Städte geändert. Polizei, du hast keinen Vorrang gehabt. Wir waren auf der Hauptstraße. Die haben Dresden geändert. Ich weiß aber jetzt, welche Firma das ist. Für die mit einem eigenen Auflieger. Der hilft kein klarer der Welt. Du fährst doch auch ein Scania. Ah. Spätestens jetzt muss jeder wissen, welche Firma ich meine. Fest. Da muss ich eben rausfahren. Muss ich eben immer hier umdrehen irgendwie. Scheiße. Ui. Das war ich nicht. So.
Ach. Wir probieren's. Wenn nicht, müssen wir überspringen. Hat einlenken. Es geht. Reden wir mal nicht drüber, wie es war, aber ich habe es geschafft. Und ich bin ziemlich zufrieden. 24.000. Ja, besser als nichts. Das muss ich natürlich genau ausgeglichen. Oh. Jetzt. Boah, hier auf die. Nee. Falsch. Ladungsmarkt. Haufen Todbehälter. Die bringen auf das Geld. Ich würde mal sagen, wir lassen sie jetzt dabei. Das war der erste Part. Ich werde dann gleich noch den nächsten aufnehmen. Und würde sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten, schreibt in den Kommentar, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt. Oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt der Mansi. Ciao, ciao.